Hallo und willkommen zur Albenrevue. Ich möchte heute treu einer gewissen Chronologie über das nächste Album von The Alan Parsons Project sprechen, das 1979 erschienene Eve. Für mich persönlich war es für ganze Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, mein Lieblingsalbum von The Project. Heute ist wohl eher I, Robot mein Favorit, doch meine Faszination für diese Platte ist ungebrochen. Und das ist schon interessant, denn dies ist das erste Album von Parsons und Wolfson, das letztendlich von manchen heruntergemacht wird. Es gibt zwar die generelle Vorstellung, dass vom ersten bis zum siebten Album hier ein Meisterwerk nach dem anderen geboten wurde, lediglich Eve wird manchmal als so eine Art Durchhänger betrachtet. Von manchen. Aber ich habe da schon wirklich vernichtende Kritiken zu dieser Platte gelesen und ich widerspreche diesem Fehlurteil vehement. Eve erschien am 27. August 1979. Alle Alan Parsons Project LPs waren bis dahin immer im Hochsommer erschienen und das würde sich erst beim nächsten Album ändern. Die Studioaufnahmen waren außerordentlich lang und zogen sich von Dezember 78 bis zum Juni 1979. Das ist extrem lange, um eine LP aufzunehmen. Eve wird ebenso nachgesagt, dass es sich um ein Konzeptalbum handelt und auch hier kann man getrost das Konzeptionelle ignorieren und einfach nur diese unglaubliche Musik wahrnehmen. Doch falls du auf Alben mit Konzepten stehst, so heißt es stets, das Konzept von Eve sind Frauen, ihre Wesenszüge und ihre Erfahrungen mit Männern oder in Alltagssphären, die weitgehend von Männern dominiert werden. Zugleich muss man sich die Frage stellen, ob es gerade an dieser Stelle nicht wichtig ist, das Konzept im Auge zu behalten, da einige Songs auf diesem Album eine geradezu misogyne Perspektive haben. Das mutet als sehr untypisch für Alan Parsons Project an und wird erst dann verdaulich, wenn man es als eine Stellungnahme ansieht, die einen bestimmten Geist demonstrieren soll und nicht die Überzeugung der Komponisten. Doch es fühlt sich ein wenig so an, als ob die A-Seite allesamt eine Art Beschwerdenkatalog darstellt, den einzelne Männer gegenüber Frauen vortragen, während die B-Seite eher eine ermunternde und deutlich weisere Perspektive der Frauen reflektiert. Ohne dass ich mich in dieser Interpretation zu stark verbeißen möchte. Doch die Texte der A-Seite sind deutlich mehr bitter als die der B-Seite. Das Album beginnt wie gewohnt mit einem Instrumental. Doch diesmal ist es ein Meisterwerk von Musik. Lucifer ist ein Musikstück, das vermutlich jeder schon mal gehört hatte. Für viele Jahre war es in Deutschland die Titelmelodie der Fernsehsendung Monitor. Lucifer beginnt mit einer großartigen akustischen Diskordanz, die mit einem Orchester umgesetzt wird. Andrew Powell ist hier in seinem Element. Die Öffnung wird mit einem Morse-Code-Geräusch überlagert, aus dem sich das reizvolle Thema herausschält. Die Morsezeichen bestehen aus einem Ta, da, 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 was, wie ich schnell herausgefunden habe, den Buchstaben E, V und E entspricht. Das war irgendwie naheliegend. Das ist enigmatische Musik vom Feinsten. Der Track verweigert sich jeglicher Kategorisierung. Doch die Morphologie ist ein wenig ähnlich wie in dem instrumentalen Eröffnungsstück von I, Robot. Die Chor- und Orchesterpassagen wurden übrigens mit der Münchner Kammeroper in den Arco-Studios in München aufgenommen. Das zweite Stück, You Lie Down With Dogs, ist ein funkiger Song, der sich ein wenig von dem neuen New Wave Sound abschaut, der zu dem Zeitpunkt so angesagt war. Da schwingt also ein Hauch von Material mit oder Talking Heads. Ganz fern. Es ist eine tolle Nummer, gesungen von Lenny Zakatek, dem obersten Herold dieser Band. Gleichzeitig ist es eines dieser Stücke mit recht fragwürdiger Moral. Ein eher verärgerter Mann versucht hier seine Geliebte oder Gefährtin auf Distanz zu halten. Es mutet so an, als würde er zu einer Frau sprechen, die bis dahin durchaus sehr freizügig gelebt hat. Und das hat diesem Mann an ihr gefallen. Nun will sie aber ernst machen und der Mann wehrt sich. Er ist der Meinung, dass er sich mit dieser Frau aus bestimmten Gründen eingelassen hatte. Und eine große Liebelei gehört da eben nicht dazu. Er will lieber, dass sie so bleibt, wie er sie kennengelernt hat. Und natürlich ist da ein hervorragendes Gitarrensolo von Ian Berntsen, der Meister des melodischen Rocksolos,
Das ist ein richtig cooler Song mit einem lässigen, langsamen Tanzbeat. Das dritte Lied trägt den Titel I'd Rather Be a Man und ist erneut eine Tirade, in der ein Mann einer Frau zum Vorwurf macht, dass sie sich ständig verstellt und dadurch beliebter zu sein versucht und erfolgreicher. Und den Vortragenden widert das regelrecht an. Puh, das Lied ist sehr verbittert. Gesungen wird das von dem Bassisten David Paton. Der Sound ist extrem spannend und tief von dem elektronischen New Wave Sound beeinflusst, der damals aufkam. Das ist eine tolle Nummer, die extrem gut die neuen Synthesizer-Sounds zum Einsatz bringt, die damals in die Läden kamen. You Won't Be There ist eine Ballade gesungen von Dave Townsend. Das ist ein extrem aufwendig produzierter Song mit allen Pauken und Trompeten. Auch hier schwingt eine gewisse Bitterkeit mit, darüber, dass eine Beziehung scheinbar auseinanderfällt, obwohl sich beide eingestehen, dass Gefühle da sind. Der Frau scheint das Miteinander unmöglich zu sein und der Mann versteht nicht, weshalb sie nicht zusammen sein können und weshalb er unentwegt vertröstet wird, länger zu warten auf etwas, das wohl nie eintreffen wird. Das Ende des Stücks geht gleitend über in den letzten Song auf dieser Seite, Winding Me Up. Dies ist der erste Auftritt des Sängers Chris Rainbow bei Alan Parsons Project und nicht der letzte. Auch das ist eine großartige Nummer, extrem lebendig, mit einer fantastischen Orchesterarrangierung durch Andrew Powell. Auch hier jammert ein Mann darüber, dass er sich gänzlich in der Macht seiner Partnerin befindet und sich von ihr verarscht fühlt. Er fantasiert unentwegt darüber, endlich mit ihr Schluss zu machen, doch letztendlich nicht den Willen hat, sich ihr zu entziehen. Spätestens hier bekommt man den Eindruck, dass das Problem vielleicht nicht bei den Frauen liegt, die hier besungen werden, sondern bei all den rückgratlosen Kerlen, die mit sich selbst nicht klarkommen. Es könnte natürlich sein, dass diese besagte Frau den Mann gar nicht kennt, und dann ist der Song verdammt gruselig. Ohnehin könnte man all diese Texte vermutlich als Bekenntnisse von Stalkern interpretieren, was verdammt erschreckend wäre. Die B-Seite beginnt mit dem fantastischen Track Damned If I Do, gesungen erneut von Lenny Sakatek, den ich für einen der besten Rocksänger der Welt halte. Der Text ist dieses typische Klagen eines Mannes nach einer Trennung, eines Mannes, der sich mehr dafür entschuldigt, hier seine Probleme auszubreiten. Die Bitterkeit und die Vorwürfe sind verschwunden. Hier scheint es sich um eine Beziehung zu handeln, die ewig hin und her geht und beide sich wohl nicht eingestehen können, ob sie Schluss machen sollen oder wieder zusammenkommen möchten. Es ist mehr eine aufrichtige Entblößung der eigenen Gefühle und der Feststellung, dass egal wie rum man es macht, es immer qualvoll ausgeht. Der klassische Topos der Popmusik, die Unmöglichkeit des Beisammenseins. Am auffälligsten ist hier natürlich das epochale Orchesterarrangement. Das ist wieder eines dieser fanfarenartigen Motive, die letztendlich das Herzstück von Alan Parsons Project ausmachen. Die Fanfaren haben natürlich etwas sehr Geradliniges, doch darunter liegt dieser funkige Disco-Bass von David Paton. Fantastisch. Und ein kurzes, aber großartiges Solo von Ian Berntsen. Eines dieser Lieder, die leider zu früh zu Ende sind. Don't Hold Back ist die zweite Nummer auf der B-Seite und zu aller Überraschung erklingt eine Frauenstimme. War ja auch höchste Zeit bei einem Album, das sich mit Frauen beschäftigt. Claire Torrey singt das Lied. Vielen ist sie bekannt als die geradezu magische Sängerin auf Pink Floyds Great Gig in the Sky, was einige vermutlich als eine der aufsehenerregendsten Gesangspassagen der Rockgeschichte beschreiben würden. Es war damals bei den Aufnahmen zu Dark Side of the Moon Alan Parsons, der Claire Torrey angeschleppt hatte. Es ist interessant, wie wenig Frauen auf Alan Parsons Project Alben gesungen haben. Ein wenig auf I, Robot, zwei Sängerinnen hier auf Eve. Und das war es eigentlich, wenn ich mich recht erinnere. The Alan Parsons Project ist so ein seltsamer Männerclub gewesen. Und die Lyrics dieses einen Songs haben mit dem Mut zu tun, die eigenen Träume zu ergreifen. Es ist ein sehr symmetrischer Text und durchaus sehr intelligent. Das vorletzte Stück ist erwartungsgemäß ein atmosphärisches Instrumentalstück, das Parsons Fähigkeiten am Mischpult demonstriert. Ein wenig Stimme ist dennoch dabei, in Form von multiplen Harmoniegesängen durch Chris Rainbow, was super charmant umgesetzt ist. If I Could Change Your Mind ist schließlich das letzte Stück auf dem Album. Wie immer eine langsame Ballade gesungen von Leslie Duncan. Leslie Duncan war eine produktive Sängerin in den 70er Jahren, die eigene Platten herausgebracht hatte und eine frühere Singer-Songwriter-Künstlerin war. Aber Parsons hatte mit ihr ebenfalls auf Pink Floyds Dark Side of the Moon gearbeitet, wo sie eine der Background-Sängerinnen war, eben bei diesen berühmten Background-Vocals,
von denen es auf der Platte so viele gibt. Das Lied bietet nun eine weibliche Perspektive auf die geschilderten Probleme. Die Frau sagt hier, sie würde all die Mühen der Vergangenheit jederzeit wieder auf sich nehmen, wenn sie sich nur darauf verlassen könnte, dass der Mann sich ändern würde. Doch danach sieht es wohl nicht aus und so kann man die Uhr einfach nicht zurückdrehen. Alles sehr, sehr traurig. Eine wirklich rührende Ballade und ich bin kein Balladenfan, aber diesem Gesang kann man sich nur schwer entziehen. Und dann ist das Album vorbei. Musikalisch ist das hier ein gigantisches Album und es ist nicht nachvollziehbar für mich, wieso es manche so kritisch sehen. Die Lyrics haben in der Tat etwas Kontroverses, was man bei Alan Parsons Project nicht unbedingt erwartet. Es wäre alles viel klarer, wenn man nachlesen könnte, dass 1979 Parsons oder Wolfson durch eine horrible Scheidung gegangen wären und deshalb etwas Gift und Galle spucken wollten. Doch das ist nicht der Fall. Letztendlich bleibt es dem Zuhörer überlassen, die Bitterkeit einiger Texte als gerechtfertigt oder ungerechtfertigt zu interpretieren. Aber man muss sich dabei nicht festlegen. Das ist doch gerade, was manchmal Beziehungen so kompliziert macht. Einige Worte zum Coverdesign. Vorweg gesagt, nach all den Jahren ist das hier immer noch eines meiner Lieblingscover. Extrem ikonografisch mit hohem Wiedererkennungswert. Das Cover wurde natürlich wieder von den Jungs bei Hypnosis umgesetzt und strotzt geradezu vor typischer, unterschwelliger Subversion. Um das ganze Bild zu kriegen, muss man das Gatefold aufklappen. So sieht man das berühmte Bild mit den drei Frauen. Viele haben das Cover schon mal gesehen, aber es gibt sogar Leute, die diese Platte seit Jahren zu Hause haben und nie gemerkt haben, dass unter den Haarnetzen die Gesichter der Frauen mit Pusteln und Narben entstellt sind. Da kann man nun lange darüber spekulieren, was uns das sagen soll. Auch das Innere des Gatefolds fand ich immer sehr reizend. Man sieht Wolfson und Parsons in einer Seitengasse mit dem Namen Ruelle de la Fonderie, vermutlich in Paris. Das ist zumindest, was ich jahrzehntelang gedacht habe. Es hat einfach diese Art von Atmosphäre. Doch im Zeitalter von Google Maps und Street View ist viel mehr möglich. Es hat aber etwas Arbeit gekostet, um herauszufinden, dass die Location, wo dieses großartige Foto gemacht wurde, sich in Monaco befindet, in Monte Carlo. Und obwohl das Bild eine gewisse Enge suggeriert, als befände man sich tief in irgendeiner Kasbah, ist die Wirklichkeit ganz anders. Denn dreht man sich um, an der Stelle, wo das Bild gemacht wurde, sieht man das hier. Als Kuriosität hier mal eine 7-Inch, die damals herausgebracht wurde, mit Damned If I Do und auf der B-Seite You Lie Down With Dogs hatte ich mir letztendlich wegen dem Understatement-Cover gekauft. Und eine andere Single hat Lucifer drauf und auf der B-Seite I'd Rather Be A Man. Ich gebe dieser Platte 5 Sterne Ultra. Ich mag dieses Album extrem gerne. Es hat eine gewisse musikalische Wärme, die gar nicht so in Worten begründet werden kann. Ich habe in meiner Beschreibung das Konzeptionelle daran etwas stärker berücksichtigt, als es eigentlich nötig ist. In erster Linie sind es einfach tolle Songs, aufgenommen in einem fantastischen Sound. Ich kann dieses Album nur empfehlen. Das war Eve von The Alan Parsons Project aus dem Jahr 1979.